Beginnen wir erstmal mit den neuen Teilen. Das ist einmal hier die Spritzuführung. Die ist noch nicht ganz fertig. Die Röhrchen hier müssen noch etwas gekürzt werden und dann eigentlich auch noch umgebogen. Aber das wissen wir nicht, ob wir das noch hinbekommen. Wir haben die natürlich schon mal ein bisschen mit Propangas getestet. Wie ihr seht, lief das auch ganz gut. Und das kann man dann gleich auch einbauen. Nun zum zweiten neuen Teil. Das ist ja die vordere Abdeckung, der Gehäusedeckel sozusagen. Der ist gestern aus Amerika gekommen. Den haben wir CNC drehen und fräsen lassen. Das liegt nämlich daran, dass wir hier diese projizierte Fläche wissen mussten, wenn der sich dreht, damit wir natürlich hier entsprechend den Gehäusedeckel fertigen können. Ich weiß, dass das hier reinpasst. Wie haben wir das gemacht? Ich habe an meiner Uni den mittels Streifenprojektion vermessen lassen. Das Problem war nur dabei, dass da rotationssymmetrische Teile wie das hier und dann auch noch die so reflektierend sind, eigentlich nicht geeignet sind. Deswegen mussten wir mit dem Kreidespray einsprühen. Hat es auch einigermaßen gut funktioniert. Wir haben hier solch ein Modell bekommen, haben dann hier mit dieser Auswertungssoftware ganz viele Punkte auf die einzelnen Finnen, nenne ich die jetzt mal, auf die einzelnen Blätter gesetzt und haben dann von jedem Punkt den Abstand bis zum oberen Level hier dem Abstand dann auch noch den Radius zugeordnet. Daraus kam dann eine ganze Reihe von Messwerten, wie ihr hier seht. Da haben wir dann eine Ausgleichskurve durchgelegt und das war dann unser Profil, womit wir dann letztendlich unser CAD-Modell für den Deckel gemacht haben. Das war alles nicht so ganz einfach, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Ich fehle natürlich jetzt noch die Löcher für die Spritversorgung, für das Öl, die Befestigungslöcher, für die Befestigungsschrauben, die Gewinde und alles Mögliche. Ich kann aber trotzdem schon mal zeigen, was hier reinkommt. Nicht verkantet. Ich will das jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht richtig reindrücken, weil es dann sehr schwer wieder rauskommt. Auf alle Fälle, es passt ja eigentlich sehr gut rein. Und ja, dann wird das noch hier aus mit Löcher befestigt und hier auch noch axial mit dem Diffusor an den Keilschaufeln hier. Ja. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wie wir das zusammenbauen. Und wie gesagt, es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten, das festzumachen, dass es eigentlich funktioniert. Die ist recht günstig, recht einfach, also warum nicht? Ach kacke, das geht ja an. Gut, das geht noch gar nicht an, das Teil, weil natürlich die Röhrchen noch zu lang sind, die müssen noch gekürzt werden. Aber wie gesagt, das kennt ihr auch schon alles, dann machen wir erstmal hier Schluss für heute. Das sind die großen Neuerungen, die großen neuen Teile, das Spritzsystem, was aber auch noch nicht ganz fertig ist, und der Deckel hier, der wirklich sehr gut eine Passung bildet mit dem Radialfallschirm. Das ist jetzt echt schwer in der Kamera einstellen zu erkennen, dass das ja, eine ziemlich gute Passung ist. Ja, im nächsten Video wird dann natürlich noch hier die ganzen Durchgänge gemacht für den Öl und Sprit, Schraubverbindungen. Und ja, ich denke, könnt ihr euch drauf freuen.